Sie kämpften zu Fuß und Pferd, hielten Männer als Deckhengste und töteten männliche Nachkommen, die legendären Amazonen. Gefürchtet von Männern, verehrt als Göttinnen des Krieges, traten die Amazonen in den Legenden der alten Griechen als wilde Gegnerinnen legendärer Helden hervor. Sie kämpften gegen Herkules, verführten Alexander den Großen und hinterließen Spuren, die in den Erzählungen von Historikern und Dichtern ewig wären. Diese furchterregenden Frauen schnitten sich angeblich die rechte Brust ab, um ein Hindernis für die Sehne zu beseitigen. Als sexhungrige Kriegerinnen beschrieben sie die Griechen und Mazedonier. Doch was ist Wahrheit? Was ist Fiktion? Eine Sache vorab. Die Legenden von den Amazonen haben nichts mit dem Feminismus heute zu tun. Verwechselt bitte nicht die Kriegerfrauen mit der moderner feministischer Bewegung. Die Geschichte ist ein Zeuge für starke oder unterdrückte Frauen. Genauso die Amazonen fanden ihren Platz unter der Sonne der Jahrtausenden. Trotz der farbenfrohen Erzählungen liefert die Archäologie Beweise, dass kriegerische Frauen tatsächlich die eurasischen Steppen durchstreiften. Sie waren nicht matriarchalisch oder brutal, genauso wenig waren sie politisch oder rebellisch. Sie lebten zu ihrer Zeit und hatten dementsprechende Gesetze. Doch lasst uns von vorne beginnen. Woher kommt die Bezeichnung Amazone? Es gibt Erzählungen, dass die Frauen sich die rechte Brust entfernten, damit die Brust beim Bogenschießen nicht stört. Nun, die Verstümmelung des Brustkorbes kann man getrost als eine Legende deklarieren. Doch genau diese Legende gab ihnen ihren Namen, die Amazonen. Die Griechen erfanden eine Etymologie und behaupteten, die Bezeichnung Amazone stamme von dem Begriff amazdos, ohne Brust ab. Das Bild der Amazonen, wie es die alten Griechen überlieferten, war nichts weiter als ein Mythos, ein Gewebe aus Legenden ohne Reich oder Krone. Dennoch verbirgt sich hinter den Erzählungen ein Fünkchen Wahrheit. Die gesellschaftliche Struktur der Amazonen, oft als Matriarchat beschrieben, wirft Fragen über die tatsächliche Organisation ihrer Gemeinschaften auf. Es gab aber Berichte, dass in weiten Graslandschaften von Innerasien, von den windgepeitschten Ufern des Schwarzen Meeres bis zu den entfernten Weiten Westchinas, lebten skythische Frauen, die ihren männlichen Gefährten in nichts nachstanden. Sie beherrschten die Kunst des Bogenschießens, zähmten wilde Pferde und verteidigten ihre Stämme mit unermüdlichem Kampfgeist, oft bis zum Tod. Seit Jahrhunderten werden Kriegerinnen massenhaft als Amazonen bezeichnet. Regimenter solcher Frauen gab es zum Beispiel in Dahomey, im heutigen Benin. Kurz gesagt, viele große Imperien hatten ein Pendant dazu. Alles begann mit Herkules. Um das Verbrechen zu sühnen, seine eigenen Kinder getötet zu haben, wurde Herkules von Eurysthenes, dem König von Argos, aufgefordert, 12 Aufgaben zu erfüllen. Eine dieser Aufgaben führte ihn zu den Toren der Amazonen, wo er den goldenen Gürtel der Königin Hippolyte erobern sollte. Diese Kriegerinnen lebten angeblich am Fluss Thermedon, dem heutigen Therme, an der Südküste des Schwarzen Meeres. Der Legende nach traf Herkules auf Hippolyte, ergriff ihren Gürtel, mit oder ohne Kampf, die Versionen variieren, tötete sie vielleicht oder auch nicht und floh zurück nach Griechenland. Ab dem Augenblick kursierten wilde Geschichten über die Kriegerfrauen und genau hier möchte ich ein wenig Licht ins Dunkeln bringen. Mythos Nummer 1. Männer wurden als Deckhengste gehalten. Brutalität geht noch weiter. Nur weibliche Kinder wurden großgezogen und alle männlichen Kinder wurden getötet. Nun, es gibt Berichte von den Griechen des frühen ersten Jahrtausends vor Christus. In den Texten sprachen sie von den Küsten des Schwarzen Meeres, wo ein Volk lebte, die Skythen. Bei den Skythen wurde kein Unterschied gemacht. Frauen wurden genauso erzogen wie die Männer. Bei ihnen begrüßte man die Monogamie, da es für ein gesundes Nachwuchs sorgte. So durfte jeder seinen Partner für die Nacht frei wählen. Es wurde auch keine Ausnahme bei den Fremden gemacht. Sogar manche Gefangene bei den Stämmen dienten als Samenspender. Die Forscher vermuten daher, dass genau dieser Brauch als der Ursprung der Legende über die Männer als Deckhengste diente. Mythos Nummer 2. Die Amazonas haben sich die rechte Brust abgeschnitten, um besser Bogen schießen zu können. Das ist der größte Irrsinn der Geschichte. Die Wahrheit ist, die Brust stört auf gar keinen Fall beim Bogenschießen. Doch eine große Wunde birgt viele Gefahren und unvorhersehbare Ergebnisse. Die Amputation selbst ist vielleicht nicht das Problem. Doch eine so große Wunde braucht Zeit zum Heilen.
Dazu bedenken wir noch die Lebensweise und den Lebensraum der Frauen. Das Ergebnis ist selbsterklärend. Mythos Nummer 3: Sexhungrige Amazonen. Nun, da könnte was Wahres sein. Es gibt genug Berichte darüber, dass es Stämme gab, die Monogamie praktizierten. Auch in unseren Zeiten gibt es Stämme im Norden, zum Beispiel die Inuit, die genau dieselben Bräuche haben. Doch das muss man nüchtern betrachten. Es hat nichts mit sogenannten Sexhunger zu tun. Die Antwort ist einfach und pragmatisch. Die Stämme leben so abgelegen und einsam, dass es keine andere Möglichkeit gibt, Inzest zu vermeiden und damit das Risiko der Zeugung eines genetisch geschädigten Kindes zu minimieren. Es geht schlicht und einfach um das Überleben des Stammes. Starke Nachkommen sorgen für die Zukunft. Population sichert dein Überleben. Der Mythos der Amazonen fand auch seinen Weg in die neue Welt, wo spanische Eroberer, beeinflusst von Berichten über kriegerische Frauen, einem mächtigen Fluss ihren Namen gaben. Ein Name, der heute eine globale Bedeutung trägt. Der mächtige Fluss Amazonas. Die Amazonen. Mehr als nur Mythos. Ein zeitloses Mysterium, das vielleicht niemals vollständig entschlüsselt wird. Damals in einer Welt, die von Männern dominiert wurde, stellten die Amazonen die ultimative Herausforderung dar. Sie sind ein dunkles, faszinierendes Rätsel, ein Symbol der Unabhängigkeit, das die Vorstellungskraft der Menschen über Jahrhunderte hinweg gefangen nimmt. Von den antiken Schlachtfeldern zu modernen Ikonen wie Wonder Woman, die Amazonen bleiben ein Symbol für die Kraft und den Mut der Frau. Sie sind nicht nur Figuren aus der Vergangenheit, sondern ein lebendiges Erbe, das auch heute noch Kämpferinnen und Feministinnen inspiriert.